Workout Nummer 3 des 10-Minuten-Workouts. Hi, ich bin's, euer Simon. Und heute haben wir wieder 10 Minuten. Wir haben 4 verschiedene Übungen und werden Übung 1, 2, 3, 4, dann eine Minute Pause machen und davon 2 Runden. Was ihr wieder braucht, ist ein Timer, einmal ein Springseil und ansonsten euren eigenen Körper. Okay? Erste Minute wird ganz normal Seil gesprungen, ihr könnt Double anders machen, das bedeutet mit Doppelschwung, ihr könnt laufen, ihr könnt einfach hüpfen, das ist völlig egal, eine Minute lang durchhalten. Dann haben wir eine Minute lang Burpees, zu den Zehenspitzen nach unten, Beine nach hinten ablegen, wieder vor und hochspringen. In der dritten Minute haben wir Schattenboxen, okay, hier ist auch Individualität gefragt, bewegt immer die Beine, zack eins, zwei, okay, macht verschiedene Ausführungen, fordert euch dabei, werdet nicht zu langsam. Und dann haben wir noch eine Minute lang Plank, also Unterarmstütz in Liegestütz. Guckt, dass ihr immer abwechselt, einmal über den rechten Arm, einmal über den linken Arm hochkommt. Dann haben wir eine Minute Pause und dann beginnt schon die zweite Runde. Das geht richtig ab, ihr könnt das Workout wieder alleine machen oder, also alleine mache ich damit als eigenes Workout. Oder natürlich könnt ihr das Workout hinten an eure Trainingseinheit anhängen, so als Finisher zum Kaputtmachen. Oder natürlich einfach wirklich, um euren Fettstoffwechsel anzukurbeln, um fit zu werden, um Cardio sozusagen ein bisschen zu machen, also euer Herz-Kreislauf-System zu aktivieren. Bevor wir jetzt wieder arg viel lange reden, fangen wir gleich mal an. Legt am besten die Uhr so vor euch, dass ihr irgendwas sehen könnt. Ich mache sie hier an die Heizung ran. Zack, dann sehe ich sie. Eins, zwei, drei, los geht's. Schöne Double Unders. Und Schattenbox. Minute Pause. Die Minute Pause braucht ihr echt, um wirklich in der zweiten Runde nochmal Gas geben zu können. Das ist wichtig. Merkt, außer Atem kämpft. Fight it. So, ein gutes Workout, denke ich mal. So für einen Fighter. Um am Schluss noch an die Trainingseinheit anzufügen, also nicht an das Kampftraining, sondern aber ans Krafttraining hinten dran. Bedeutet, wir hatten einen Krafttrainingstag zum Schluss als Finisher, als kleines Pusteschen. Kann man das definitiv integrieren. Intensität könnt ihr natürlich auch steigern und ihr könnt natürlich auch die Zeiten einfach verlängern. Ja, wir sind ja bei 10 Minuten Workout und da gibt uns auch nur 10 Minuten. Get ready für die zweite Runde. 5, 4, 3, 2 und los geht's. Die letzte Runde warten wir nicht, wir machen keine Pause, sondern tun nochmal natürlich Zeitspringen. Mir geht's doch gut, ich hoffe euch auch. Und wenn es euch, wie gesagt, zu locker ist, dann macht nicht anstatt normalen Seilspringen Variation wie Double Unders. Richtig schnelle Schwünge, schnelles Laufen, auch bei den beim Luftboxen.
Schattenboxen einfach Power geben. Dann weiß ich ganz genau, egal was für eine Leistungsstufe du hast, du wirst danach so atmen wie ich. Weil es ist anstrengend. Okay? Wir sehen uns bald wieder, vielleicht zum nächsten Workout. Oder wenn ihr Fragen habt, einfach kommentieren. Schaut euch auch meine anderen YouTube-Videos an. Ich würde mich freuen. Abonniert meinen YouTube-Channel. Vielen Dank dafür und bis bald. Euer Simon von